Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem einzigen Podcast für eine bessere Zukunft. Als Fotograf hatte er schon einige bekannte Namen vor seiner Linse. Zum Beispiel sowas wie Anthony Daniels, kennt man auch als C3PO, David Hasselhoff aus Knight Rider und Baywatch, Simon Pegg jetzt zuletzt in den Mission Impossible Filmen zu sehen, aber vor allem auch ganz viele Star Trek Nasen, sowas wie Jonathan Frakes, Brent Spiner, Soniqua Martin Green, gar nicht so einfach auszusprechen, Robert Picardo oder John Delancey. Er ist Stammfotograf bei Nerd-Veranstaltungen wie der FedCon und der MagicCon und heute ist er Gast in der Neurotainment Show. Herzlich willkommen, Daniel Dornhöfer. Hallöchen. 1, 2, 3. Daniel, erinnerst du dich noch an deine erste Star Trek-Folge? Boah, Jesus Christ. nein. Nee, wirklich gar nicht. Du weißt nein, nicht, gar wie nicht, du damit in Erinnerung gekommen, in Berührung gekommen bist. Nein, die Sache ist die, es war schon sehr, 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 sehr früh in meiner Kindheit gewesen. So, das weiß ich. Also, ich glaube, so die ersten festeren Erinnerungen an Star Trek waren, da müsste ich so 8, 9, 10 gewesen sein, sowas um den Dreh. Ja, genau, doch, das war, glaube ich, so zur Zeit als Mitte von Voyager. Mhm. Und genau, den Start von Enterprise habe ich dann aktiv mitbekommen. Also als es dann auch schon die ersten Sneak-Bilder gab, wie die Enterprise aussehen wird, die NX-01 und so weiter. Mhm. Also das war so die... Bist du mit Voyager eingestiegen, heißt das? Das war wahrscheinlich dann der Anfang? Kann man so sagen. Also ich habe davor schon TNG-Folgen geguckt gehabt. Ich weiß auch, dass ich irgendwann mal, als ich mit meiner Oma einkaufen war, dieses Micromachines-Pack bekommen habe, wo halt ein paar Raumschiffe aus der TNG- und TOS-Ära drin waren, also beziehungsweise vor allem TNG-Ära. Aber ich kann mich jetzt nicht explizit erinnern, welche Folge die erste war. Ich kann aber nur sagen, so dass damals schon Picard oder allgemein die Crew rund um Picard, dass es schon so ein bisschen mein moralischer Kompass gewesen ist beim Heranwachsen quasi. Mhm. Kannst du sagen, was dich daran so fasziniert hat? Puh. Also jetzt im Nachhinein ist es halt einfach, dass du da halt einfach Geschichten hast, die halt einfach eine bessere Gesellschaft zeigen. Du hast halt viele moralische und ethische Konflikte und Themen, die halt teilweise auch sehr, sehr tiefgründig sind. Auch so diese Beziehung, die es halt zwischen Crewmitgliedern gibt, ne, die Art und Weise, wie mit Konflikten umgegangen wird. Und einfach so zu sehen, es gibt halt einfach irgendwo noch diesen Funken Hoffnung, dass es halt eine bessere Zukunft für die Menschheit gibt, ja, und dass daran geglaubt wird. Und wenn man auch mal überlegt, so wie Star Trek, also welchen Einfluss Star Trek auf die Gesellschaft hatte und auch die Erfindung und so weiter, so viele Erfindungen, die heute für uns sehr selbstverständlich sind, sind ja eigentlich irgendwie darauf zurückzuführen, dass es irgendwelche Leute waren, die früher halt auch als Kinder Star Trek geguckt haben und dann sich haben davon inspirieren lassen, ja. Und das ist, glaube ich, einfach so dieses Gesamte, was Star Trek einfach so faszinierend macht. Und dann halt natürlich coole Geschichten. Du hast Raumschiffe, ne? Also ich war gerade als Kind ultra gehypt von den Raumschiffen und habe halt auch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Poster von den unterschiedlichen Raumschiffmodellen aus den Star Trek-Magazinen gehabt und so weiter. Mhm. Ja, das war, ja. Ja, also nur mal zur Erklärung für die Zuhörenden hier, die keine Ahnung von Star Trek haben, weil du jetzt ab und zu mal TNG und TOS und sowas gesagt hast. Ja. Also TOS ist die Original Series, also die allererste, die mit Kirk und so damals. Und TNG steht für The Next Generation. Das ist dann die Serie mit Captain Picard. So, ne? Genau, die ja dann auch quasi das Star Trek-Universum erst so richtig geformt hat, ne, und also den Grundstein gelegt hat für das, was wir jetzt quasi im Nachhinein als Star Trek-Universum kennen.
Genau, also wo es einfach auch so in die Breite ging. Ne? Also mhm. dann auch mehrere Serien parallel und was weiß ich, das wurde ja sehr viel größer dann einfach. Ja. Genau. So, jetzt hast du es aber schon gesagt, also The Next Generation, die Picard-Phase sozusagen, war so deine Kindheit auch so ein bisschen und das, was dann eben direkt danach kam. Jetzt hast du einige dieser Personen tatsächlich kennengelernt als in deiner Arbeit als Fotograf. Wen aus The Next Generation hattest du denn als erstes vor der Kamera? Und wie war das für dich? Oh, ich bin mir nicht ganz so sicher. Entweder da war es Gates McFadden, also die Schauspielerin von Dr. Crusher, oder Colmeany, der Chief O'Brien gespielt hat. Also einer von den beiden war, glaube ich, einer der ersten Darsteller von Star Trek, die ich vor der Kamera hatte. Mhm. Und ja, also gerade Gates McFadden war ein großes Highlight gewesen, weil sie halt auch meine Arbeit ziemlich cool fand und mich dann halt auch direkt für das Quartett von ihrem Sohn gebucht hat. Also ihr Sohn, der wohnt in Hamburg oder wohnte zu dem Zeitpunkt in Hamburg mit seiner Lebensgefährtin und hat halt ein Streichquartett. Und ja, da hat sie mich dann halt direkt für gebucht, um neue Promo-Fotos dann halt für das Streichquartett zu machen, was halt für mich schon so eigentlich eine ultra krasse Bestätigung für meine Arbeit und meinen bisherigen Werdegang als Fotograf war, ne? Dass halt Leute, die halt international quasi im Business sind, ne? Da dann halt so ein Feedback geben. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auf jeden Fall die beste Form eines Kompliments. Oh ja, das war tatsächlich auch erst der Anfang gewesen. Also an dem in dem Jahr war auch John DeLancey das erste Mal da gewesen, wo ich auch da war. Und da war es eigentlich auch ziemlich witzig, weil es ist ja so, es gibt keine festen Termine, wann ich halt die Schauspieler oder die Schauspielerin fotografieren kann. Das ist halt meistens eher so spontan, ne? Wenn sie halt dann mal einen Moment Zeit haben und auch Lust drauf haben, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dann sagen mir halt die Betreuer, also jeder Schauspieler hat halt einen Betreuer, der die ihn zu den Terminen bringt auf den Cons und so weiter. Und die sagen mir dann halt Bescheid, wann halt ein Zeitpunkt wäre, um halt die Fotos zu machen. Und John DeLancey, der ist halt noch komplett vom Jetlag halt so erschöpft gewesen und so, ne? Und da habe ich halt auch zu ihm gemeint, ja, also wenn du dich jetzt nicht irgendwie fit genug fühlst oder nicht in der Mut bist, dann können wir das auch gerne am nächsten Tag machen. Der hat gesagt, nein, lass uns das jetzt durchziehen und so weiter. Und das fand ich halt auch mega nice. Er hat dann auch die Porträts gesehen und hat halt so gemeint, ja, okay, das wären halt so die ersten Porträts nach langer Zeit, die ihn halt wirklich so zeigen, wie er ist, ne? Und so. Und das fand ich halt auch mega, mega schön. Und er war jetzt dieses Jahr auch wieder da gewesen und hat dann auch gefragt, ja, wer von euch war denn der Fotograf, der letztes Mal die Porträts gemacht hat? Weil auf der Con gibt's ja noch den Rafael Cantero, der auch Porträts vor den Gästen macht. Der macht diese Ringlichtporträts. Und ja, das war halt einfach ein mega nices Feedback, ne? Also gerade schon die Lenze, der auch in Breaking Bad mitgespielt hat und so. Ja, das ist halt, wie ich halt eben schon sagte, halt irgendwie sehr schön zu hören, dass man halt so als kleiner deutscher Fotograf quasi irgendwie auf einem Level ist, was halt von renommierten Schauspielern, die international bekannt sind und in internationalen Produktionen mitgewirkt haben, da halt ja so eine gewisse Erwartung erfüllt oder so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Würdest du auch sagen, dass John DeLancey, also das ist ja der Q-Darsteller, dass er auch so dein persönliches Highlight war? Oder wen würdest du da nennen? Was war besonders toll? Also in dem, also sagen wir eines der persönlichen Highlights. Also mittlerweile hatte ich ja schon einige vor der Kamera gehabt und auch einige coole Begegnungen. Und ja, John DeLancey auf jeden Fall, weil ich finde, dass er auch ein sehr, sehr interessantes Charaktergesicht hat. Und aber Jonathan Frakes war halt natürlich so, ja, also Jonathan Frakes ist so, ich glaube, nach Patrick Stewart so einer der Personen aus dem Star Trek-Universum, wo ich halt echt happy bin, dass das geklappt hat, ihn fotografieren zu dürfen. Und halt auch er ziemlich zufrieden war mit meiner Arbeit. Und jetzt zuletzt, dieses Jahr war ja Terry Farrell da gewesen, die in Deep Space Nine Jadzia Dax spielt und auch ein super sympathischer Mensch gewesen, oder beziehungsweise ist ein super sympathischer Mensch. Mhm. Und hier habe ich dann letztens auch die Bilder geschickt und da kam von ihr dann auch eine
ultra nette Mail mit einem super Feedback und so, wo ich halt auch so gedacht habe, oh, okay, da bekomme ich schon fast Pipi in die Augen. Ne? Ja, sehr gut. Ja, also das Foto, was du gemacht hattest von Jonathan Frakes, das war tatsächlich der Grund, weshalb ich dann beschlossen habe, dass du derjenige sein musst, der das Foto von mir macht. Ach, mein, was mein geil. Erstes Buch, weil ich gedacht habe, oh, das ist cool. Eigentlich so ein Foto hätte ich gerne von mir. Genau. Genau, also das heißt, ich hätte ja eigentlich bei den Namen am Anfang dann mich selbst auch mit aufzählen müssen. Also genau, wenn ihr das Kinderbuch, was ich geschrieben habe, in der Hand haltet, da ist ein Foto drin, das hat der Daniel auch gemacht. So, okay. Jetzt, du musst keinen Namen nennen, ja, aber gab es auch eine besonders nicht so tolle Erfahrung, die du gemacht hast in diesem Zusammenhang mit Porträtfotografie? Ja, also tatsächlich von den ganzen Leuten, die ich fotografiert habe, gab es eine Person, die war dieses Jahr auch auf der FedCon gewesen. Das war Marina Sirtis. Mhm. Und erfahrenen Con-Gängern, die halt so diese schon das öfter mal gesehen haben auf den Panels und so weiter, wissen, wie sie drauf ist. Also es macht auf jeden Fall Spaß, ihre Panels anzugucken und so weiter. Aber sie ist halt auch jemand, die halt direkt sagt, wenn ihr was nicht in den Kram passt. Und das halt wirklich ohne Rücksicht auf Verluste so. Und als wir halt die Fotos machen wollten, habe ich halt vorher so meine Arbeiten gezeigt. Und sie hat halt gemeint, dass ein anderes Licht haben möchte. Ich meine, mein Licht ist ja schon sehr sehr auf Charakterporträts ausgelegt, ne, mit vielen dunklen Schatten und halt hier und da auch natürlich Falten betont und so. Und ich muss dann halt quasi spontan mein Lichtsetting ändern, was halt von jetzt auf gleich nicht einfach so geht. Ne? Also brauchst halt schon so 2-3 Schüsse, um halt zu gucken, ob das Licht dann jetzt wirklich so passt, wie es sein soll. Und es hat ja halt einfach zu lang gedauert und ja, dann ist er halt etwas hat mich quasi ein bisschen überfahren und ist abgedampft. Ah ja. Ja. Okay. Also das ist die Darstellerin der Diana Troy. Muss genau, man dazu sagen, ja. Ne? Genau, aus The Next Generation. Ja, sowas kann natürlich auch passieren. Klar, es ist halt so, meine Arbeit kann nicht jedem gefallen, muss auch nicht jedem gefallen. Ne? Also das ist ja das Schöne irgendwie an Kunst und so, dass halt einfach so vielseitig ist. Mhm. Und wie gesagt, das ist meine Lichtsetzung oder meine Art und Weise, wie ich Bilder mache, ist halt nicht für jeden was, ne? Und halt auch nicht das, was und auch irgendwie keine Beauty-Fotografie oder darauf ausgelegt hat, Leute irgendwie so ins beste Licht zu rücken, weil es mir einfach irgendwie wichtiger ist, zu versuchen, halt einerseits vom Licht her ein schönes Bild zu gestalten, aber andererseits auch einfach den Charakter der Person einzufangen, ne? Und nicht irgendwie was zu zeigen, was nicht den Tatsachen entspricht. Mhm. Genau, wie gehst du beim Fotografieren vor? Hast du irgendwie eine Methode, wie du an sowas rangehst? Jein. Also es ist, was für mich halt immer wichtig ist, ist zu versuchen, halt so schnell wie möglich, aber auch nicht zu pushy das Eis zu brechen. Ja, weil die Sache ist ja die, dass, also gerade bei Schauspielenden, dass viele sich vor der Kamera, also vor der Fotokamera, unwohl fühlen. Das ist mir tatsächlich auch schon bei den Gästen auf den Cons aufgefallen. Also selbst die Schauspielenden, die halt schon länger im Business sind und so weiter, es fühlen sich halt vor der Fotokamera nicht immer so wohl, ne? Weil sie da halt schon irgendwie, ich denke mal, dass es so ähnlich ist wie bei mir, halt einfach so dieses auf dem Silbertablett sein, du hast keine Rolle, in die du schlüpfen kannst, du hast jetzt nicht direkt eine Regieanweisung oder ähnlich oder sowas, sondern du bist halt einfach, ich sag jetzt mal, also dem Fotografen ausgeliefert, ne? Und muss halt auch darauf vertrauen, dass der Fotograf oder die Fotografin dich dementsprechend halt auch bestmöglich einfängt, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt für viele Schauspielerinnen halt einfach irgendwie schwierig ist. Da versuche ich halt einfach irgendwie das Eis zu brechen und halt zu versuchen, den Leuten einfach ein gutes Gefühl zu geben, so eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen. Wenn ich halt wirklich Zeit habe mit den Leuten, dann ist auch sehr, sehr viel Kommunikation dabei. Also meine Shootings bestehen eigentlich so 50% daraus, dass ich halt auch viel mit den Leuten unterhalte und so weiter, dass man halt einfach irgendwann an den Punkt kommt, wo die Kamera eher ausgeblendet wird, ne? Und wo es halt eher so das Beiwerk ist und eigentlich mehr so der Fokus drauf liegt, dass man sich einfach unterhält und halt eine gute Zeit hat und so weiter. Und währenddessen dann halt einfach
Fotos gemacht werden. Und ich finde, das merkt man auch stark dann an den Bildern. Also zumindest mir ist das halt auch sehr oft aufgefallen in Shootings, dass so die ersten Bilder halt schon eher so ein bisschen künstlich waren und so. Und gegen Ende hin hat man dann gemerkt, okay, die Leute sind offener, sie zeigen mehr, die Schauspieler sind bereit, auch mehr Emotionen zu zeigen oder sich in irgendwas reinzufühlen und so. Worüber redest du dann? Also wenn du jetzt die Sonicoa da hast, dann erzählst du jetzt zum Beispiel, dass du findest, dass Discovery eine nicht so gelungene Star-Trek-Serie ist. Oder nee, was sind die Gespräche? Also da ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich habe halt meistens nur so 2-3 Minuten Zeit. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel Zeit, irgendwie groß. Conventions ist das einfach dann einer nach dem anderen. Ja, genau. Okay. So jetzt nicht, aber so ungefähr. Ja, okay. Also das zum einen halt fehlt halt so ein bisschen die Zeit, zum anderen ist halt bei mir auch so ein bisschen die Sprachbarriere das Problem, ja, also ich kann Englisch verstehen, ich kann es lesen, ich kann es halbwegs schreiben, ja, aber das Sprechen ist halt etwas, was mir halt echt nicht einfach fällt, weil mir da halt einfach die Routine fehlt und so meine englischen Kenntnisse eigentlich weitestgehend über Serien oder Filme in Originalvertonung angeeignet habe. Mhm. Weil ich halt in der Schule irgendwie unglückliche, dass das Pech hatte, irgendwie immer Lehrer zu haben, die es halt irgendwie nicht geschafft haben, dafür zu sorgen, dass ich halt im Unterricht aufpasse oder sowas. Ne? Und dann hat mir halt die Englischstunden nie Spaß gemacht und so. Das Problem kenne ich. Ja. Und also das hat immer so ein Problem, wobei sich das jetzt auch mit der Zeit bessert, ja. Aber natürlich versuche ich trotzdem irgendwie zwischendurch halt mal mit den Leuten zu reden. Also mit Jonathan Frakes habe ich halt zum Beispiel auch über First Contact geredet, ne? Oder auch, dass halt First Contact auch einer meiner Lieblingsfilme ist, ne? Da hat er auch so gefragt, ja, ob ich ihn halt besser finde als Der Zorn des Khan, ne? Und ich glaube, da werden jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer von dir, die Star Trek-Fans sind, mich wahrscheinlich verfluchen oder sowas, aber ich muss tatsächlich sagen, dass halt First Contact meiner Meinung nach halt so mit der beste Star Trek-Film ist, ja. Ja, das ist vollkommen okay für mich. Also, Der Zorn des Khan halte ich persönlich für sehr gelungen, aber meine persönliche Leidenschaft ist, und da sagen dann auch andere Leute, nee, das ist doch gar nichts, ist tatsächlich der vierte. Aber ach hier, der mit den Wahlen, ne? wie man immer so Wahl. Schön sagt. Der Film mit dem Wahl, genau. Ja, ist tatsächlich auch einer meiner Favorites, weil ich das, aber ich mag halt auch diese Zeitreisen-Thematiken in Star Trek. Mhm. Ja, genau, back to topic. Ja, also ich versuche halt natürlich auch auf den Cons dann irgendwie dafür zu sorgen, dass da halt eine gewisse Chemistry ist. Aber das ist halt natürlich nicht so einfach, ne, wenn du halt nur so 2-3 Minuten Zeit hast. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall so die Art und Weise, wie ich versuche vorzugehen beim Fotografieren. Aber es ist halt auch viel bei mir, glaube ich, Intuition und Bauchgefühl, worauf ich mich dann verlasse. Genau, du hast dich ja auf jeden Fall schon so ein bisschen auch so in diese ganze Filmrichtung spezialisiert. Also du bist ja auch unter anderem Set-Fotograf, wenn ich das so richtig sehe. Genau, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also woher kommt diese Spezialisierung? Also außer, dass du halt irgendwie selbst Nerd bist wahrscheinlich und dich dafür interessierst. Wie bist du da hingekommen? Ja, also ich meine, ich habe ja schon eigentlich, seit ich denken kann, konsumiere ich Filme und bin Fan von Film und Schauspiel. Das kam, glaube ich, von meiner Mutter. Also meine Mutter war auch früher Platzanweiserin im Kino gewesen. Und daher bin ich auch sehr schnell mit dem Medium Film in Berührung gekommen. Dann habe ich die Ausbildung zum Fotografen gemacht. Und dann war halt so der Punkt, was halt für mich immer klar war, ist, dass ich halt auf jeden Fall selbstständig sein möchte und nicht in einem festen Arbeitsverhältnis sein möchte, weil ich halt auch einfach nicht der Typ bin für so einen klassischen 9-to-5-Job oder so. Ne? Also ich brauche halt echt so immer diesen neuen Input, diese Abwechslung und so weiter. Und dann habe ich mir halt natürlich überlegt, okay, in welche Richtung entwickle ich mich weiter? Ich meine, ich habe Schwerpunkt Porträtfotografie die Ausbildung gemacht. Und dann war es am Anfang eher so, ja, gehe ich in die Business-Fotografie, gehe ich in Werbung oder vielleicht Fashion oder so. Und dann, als ich halt auch, also man natürlich tauscht man sich auch mit Kollegen, Kolleginnen aus und so weiter. Und da habe ich halt gemerkt, dass, also gerade so bei der Fashion-Fotografie, wenn ich mir dann halt Fotografen oder Fotografin beobachtet habe, die dann halt irgendwie über Bilder in Magazinen reden und so weiter. Und dann auf eine Art und Weise über diese Bilder reden, die ich halt absolut nicht nachvollziehen konnte. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, mir fehlt halt dafür irgendwie so das Feeling oder das Gespür oder sowas. Ne? So. Und dann kam halt bei mir so dieses Umdenken,
dass es eigentlich am sinnvollsten wäre, wenn ich mir irgendwas suche in meiner Nische, oder beziehungsweise in der Fotografie, was halt irgendwie eine Leidenschaft von mir ist, wo ich halt sagen kann, okay, damit kenne ich mich aus, dafür kann ich mich begeistern und so. Und das war dann also anfangs auch so die Idee, vielleicht Richtung Cosplay-Fotografie zu gehen. Allerdings habe ich dann so gemerkt, okay, ist nicht doch so meins. Und dann habe ich halt überlegt, okay, welche Richtung gibt's denn so im Filmbereich? Also meine damalige Partnerin war halt auch Schauspielerin. Und dementsprechend war dann auch irgendwie so diese gedankliche Verknüpfung sehr, sehr schnell da gewesen, halt zu gucken, was in die Richtung geht. Ne? Weil ich habe halt durch sie mitbekommen, okay, Schauspieler brauchen immer wieder Porträts und so weiter. Und dann ist sie nach Los Angeles ausgewandert. Und dann habe ich halt das von da noch ein bisschen mitbekommen, wie halt da das Business ist rund um um Schauspielporträts und auch so ein bisschen am Set zu fotografieren. Ja, und dann habe ich halt einfach mal gesagt, okay, ich guck mal, inwieweit ich es schaffe, mich in die Richtung zu entwickeln. Habe dann auf Facebook in diversen Gruppen halt nach Schauspielern aus der Region gesucht oder nach Studentenproduktionen und so. Und habe da dann halt einfach mal angefangen, dann quasi für Umme dann bei Studentenproduktionen am Set zu fotografieren, auch Plakatgestaltung zu machen. Habe mir Fotografen rausgesucht und Fotografinnen, die das halt die halt auch in dem Business sind, also wie zum Beispiel Annie Leibovitz, die ja dann eine ganz, ganz große Person ist, oder auch Marc Seliger, der für die Vanity Fair die Oscar-Porträts zum Beispiel macht. Und halt lauter quasi Kollegen, die halt, also von denen ich mich habe inspirieren lassen. Und ja, dann führt halt irgendwann eins zum anderen. Und dann war ich bei irgendeinem Trailer-Dreh dabei gewesen, für den Film Laser Pope von einem Mainzer Regisseur. Also das ist quasi so sein Herzensprojekt und der will den Film auch irgendwann umsetzen und hat halt damals dann einen Trailer für gemacht, um da halt eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Und das hat er halt in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Produktionsfirma gemacht, mit Neopol Film. Und denen hat halt meine Arbeit wohl so gut gefallen, dass ich dann von dem Produzenten angefragt worden bin für einen Kinderkinofilm, für Max und die Wilde Sieben. Und das war dann quasi so mein erstes, wirklich auch bezahltes Filmprojekt, wo ich dann als Setfotograf da war. Also ich wurde dann quasi so von Studentenfilmproduktion direkt so ins in Kinofilmproduktion reingeschmissen. Und was dann halt natürlich auch so ein bisschen der Türöffner gewesen war. Und ja, dann führt halt eins zum anderen. Ne? So, was halt ein bisschen unglücklich war, das war ja 2019 der Dreh von Max und die Wilde Sieben und ja, dann kam halt Corona, was halt schon ziemlich arg ausgebremst hat. Aber ja, ich habe es halt trotzdem irgendwie geschafft, so meinen Weg zu ebnen und ja, so kam es dann halt dazu, dass ich jetzt auch beim Film arbeite als Fotograf. Wie ist das denn da, wenn du da an so einem Set bist? Kannst du dich da künstlerisch ausleben oder ist das auch eher sowas wie, keine Ahnung, eine Hochzeitsfotografie, wo du einfach deine Liste abarbeiten musst? Wie läuft denn das? Es kommt tatsächlich ganz stark auf die Produktion drauf an. Also bei Studentenproduktionen, bei Independent-Produktionen, No Budget und so weiter, also da, wo die Leute halt echt froh sind, dass halt irgendjemand haben, der es macht, da habe ich tatsächlich einen sehr, sehr großen Spielraum, gerade was dann so Promo-Fotos angeht oder auch Plakatgestaltung oder halt Konzeptionierung vom Plakat, weil die da halt einfach froh sind, dass es jemand gibt, der das macht. Bei Produktionen fürs ZDF, wie jetzt zum Beispiel ein Fall für zwei oder Staatsanwalt, was halt auch viel mache, weil es halt hier in der Region gedreht wird, ist es halt wirklich so ein, ja, okay, man geht hin, man fotografiert die Szenen mit, man geht heim, ne, und hat halt quasi so dieses, ich sag jetzt mal, abliefern. Und ansonsten bei Kinofilmproduktionen oder beziehungsweise Spielfilmproduktion. Es kommt halt natürlich auch immer drauf an, was halt der Verleih sagt, ne? Also ob ein Verleih da ist, inwieweit der Verleih da Wünsche hat, was halt wie festgehalten werden soll. Aber mittlerweile nehme ich mir da auch gern mal das Recht raus, da die Leute ein bisschen anders zu stellen oder beziehungsweise mal kurz aufzuklären, was ein Standfotograf macht am Set. Man macht halt Fotos von den Szenen, die halt gedreht werden.
Und also die Bilder, die man halt meistens irgendwie auf Social Media sieht von irgendwelchen Produktionen oder in den Fernsehzeitschriften oder auf Netflix oder sowas, sind halt alles Bilder, die vom Fotografen gemacht worden sind am Set, von den Szenen, die halt im Film vorkommen. Und da ist dann halt meistens schon so, dass man halt Wert drauf legt, also zumindest die öffentlich-rechtlichen, dass es halt quasi eins zu eins oder so nah wie möglich an dem Bild ist, wie es halt auch im Film zu sehen sein wird. Aber was ich jetzt halt für mich auch so ein bisschen gemerkt habe, ist ja, dass ja Fotos immer so ein bisschen außerhalb des Kontextes sind. Ne? Beim Film hast ja, du hast die Szene und du hast auch den Kontext und so weiter. Ne? Aber beim Foto hast du halt eben keinen Kontext und nicht jedes Bild funktioniert als Einzelbild so, wie es halt in der Szene funktionieren würde. Ne? Gerade wenn es auch darum geht, dass ja diese Bilder auch dafür sorgen sollen, dass man halt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Social Media rumscrollt oder durch die Fancy-Zeitschrift blättert oder sowas, dann muss das Bild ja auch irgendwie so ein bisschen catchen, dass man das Interesse hat, diese Serie oder diesen Film zu gucken. Und da ist mittlerweile halt auch ein Punkt, wo ich dann halt so sage, okay, ich nehme mir die Freiheit raus, da auch ein bisschen rumzuexperimentieren und vielleicht eine andere Perspektive oder die Leute ein bisschen anders hinzustellen, damit es halt einfach ein geiles Bild ist, ja. Ob es dann halt schlussendlich von der Produktion abgenommen wird oder nicht, ist dann halt ein anderes Thema. Mhm. Aber ja, wenn ich die Möglichkeit habe, mich ein bisschen kreativ auszuleben, dann nehme ich auf jeden Fall wahr. Ist halt, wie gesagt, nicht immer der Fall. Ist halt abhängig von der Produktion. Genau, also wir kennen uns ja von einem Musikvideodreh in deinem Studio tatsächlich, in einem sogenannten Virtual Production Studio, was du dir da aufgebaut hast. Kannst du mal für absolute Laien erklären, was du da hast? Was ist das? Also ich denke mal, Greenscreen dürfte eigentlich jedem mittlerweile ein Begriff sein. Ja, also schönen Gruß an meine Mutter, wenn sie das gerade hört. Ich glaube, sie weiß es nicht. Ja, also ich meine, Virtual Production ist im Grunde genommen, man hat halt eine Wand aus LED-Panels, also quasi aus LED-Bildschirmen. Also kann halt riesengroß sein oder in meinem Fall halt ein bisschen kleiner. Und auf diesem riesigen LED-Bildschirm wird halt das Bild projiziert, das quasi der Hintergrund für eine Szene sein soll. Und über eine Software vom Computer aus ist dieses Bild mit Trackern verbunden, die an der Kamera sind, damit halt, je nachdem wie die Kamera sich bewegt, das Bild halt auch von der Parallaxe und von der Perspektive aus sich richtig mitbewegt. Dass es halt wirklich so aussieht, als wäre man irgendwie, keine Ahnung, gerade draußen im Wald und würde da drehen. Ne? Also man kann halt so quasi beliebig jedes Setting irgendwie dort auf dieser LED-Wand wiedergeben. Und so kann man halt in einem Studio unter Lichtverhältnissen, wie man es halt selbst sich wünscht, ne, weil draußen hat man ja oft nicht so die Freiheit, was Licht angeht, kann da dann halt dann sich sein eigenes Set so zusammenbauen, wie man sich es halt wünscht und kann halt direkt in der Kamera das aufnehmen und spart sich damit halt die Nachbearbeitung, wie man es halt zum Beispiel beim Greenscreen hätte. Beim Greenscreen musst du ja dann das Motiv auskeyen, also quasi freistellen und dann halt mit dem Greenscreen dann halt die virtuelle Welt da erstellen, muss dann darauf achten, dass die Farben passen, das Licht passen, dass Reflektionen passen, etc. pp. Was halt, glaube ich, echt ein Haufen Arbeit ist, je nach Produktion. Mhm. Und beim Virtual Production spart man sich das einfach, weil man da halt wirklich so dieses virtuelle Set quasi ja schon als Hintergrund hat. Da ist man dann, wenn man es gedreht hat, auch fertig und hat, da kannst du quasi fertig mit nach Hause nehmen. Im besten Falle, ja. Da muss man halt vielleicht noch ein bisschen Grading machen, je nachdem. Ja. Vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten oder so, ne? Also mittlerweile wird die Technik ja auch gefühlt überall eingesetzt. Also angefangen hat es ja mit The Mandalorian 2019. Das war ja so quasi der Game Changer gewesen, weil sie da das erste Mal das so in diesem Umfang eingesetzt haben. Und mittlerweile hast es ja, also Star Trek Strange New Worlds arbeitet auch damit, Star Trek Discovery arbeitet damit, die Marvel-Serien arbeiten damit. Und Gott sei Dank findet diese Technik auch hier in Deutschland immer mehr Fuß. Dass halt mittlerweile auch viele Produktionen hier in Deutschland damit gemacht werden. Also 1899, die Netflix-Produktion, ist, glaube ich, auch weitestgehend komplett in einem Virtual Production Studio gedreht worden. Also auch selbst die Szenen, wo es halt auf dem Schiff sind und wo es regnet und stürmt und schüttet und so weiter, haben sie halt wirklich in diesem Virtual Production Setting gedreht, ne? Wo ich auch so dachte, okay, mutig, ne? Hast du Technik für ein paar Millionen stehen und lässt halt einfach mal Sturmregen runterprasseln.
Ja, genau. Also das ist ja auch vor allem interessant tatsächlich für Bewegtbild. Ne? Also in der Fotografie kannst du es dann natürlich auch nutzen, aber dann quasi dieser dreidimensionale Raum ist dann weniger interessant. Das könnte man dann ja tatsächlich auch in der Postproduktion eher machen. Genau, also das ist das Schöne ist in der Fotografie, also ich arbeite ja mittlerweile sehr viel mit der Wand, was die Fotografie angeht. Ich habe jetzt seit Frühjahr auch eine Mittelformatkamera, was eine sehr, sehr dankbare Technik ist, weil die ja mit einem anderen Verschluss arbeitet wie die normalen Vollformatkameras. Das heißt, ich habe da halt jetzt nicht auch die Probleme, dass ich irgendwie auf die Verschlusszeit achten muss, ne? Weil bei normalen Kameras, wenn du einen Bildschirm abfotografierst, musst du ja darauf achten, dass die Verschlusszeit mit der Herzfrequenz übereinstimmt, damit du halt diese Balken da nicht hast. Ne? Ja, so ein Flackern, was man quasi dann mitfotografiert. Genau, ja, und mit dem Zentralverschluss ist es halt um einiges einfacher. Und ich muss schon sagen, dass halt echt mega viel Spaß macht, gerade jetzt, wo es auch diese KI-Technik gibt mit den KI-generierten Bildern, weil so kann ich mir dann einfach über die Adobe Firefly KI einfach einen Hintergrund erstellen lassen, wie ich mir halt wünsche für das Foto und kann es dann auf die LED-Wand packen und stelle mir halt mein Model davor und mache halt dann einfach Bilder, die halt so direkt in dem Setting sind. Und das Geile ist, ich muss halt nicht dann wie früher irgendwie in Photoshop ein aufwendiges Composing machen, dass ich die freistelle, dass ich dann irgendwie einen Hintergrund raussuche, da reinsetze und auch irgendwie bearbeite, damit es halt halbwegs im Licht passt oder sowas. Nee, ich kann halt einfach direkt on set halt wirklich alles so einstellen, wie ich es halt brauche, kann das Licht anpassen auf den Hintergrund und so, dass da halt stimmige Bilder entstehen. Und das ist halt schon ziemlich nice, weil es auch ultra viel Arbeit spart. Und halt auch Zeit. Siehst du darin auch ein bisschen so die Zukunft der Fotografie? Also, dass man quasi das klassische Fotografieren mit künstlicher Intelligenz kombiniert. Siehst du da Gefahren oder auch Möglichkeiten drin? Ja, sowohl als auch. Ich meine, KI ist ja allgemein gerade ein Thema, das ja sehr kontrovers diskutiert wird. Ja, ich meine, man braucht ja nur mal die Streiks in Hollywood anzuschauen, wo ja das Thema mit KI auch sehr, sehr groß ist. Ich muss schon sagen, dass mich das schon ein bisschen nervös macht, ne, weil es ist halt einfach schon krass, was das mittlerweile kann, ne, und ich habe auch schon einige Fotografenprofile gesehen, die ja jetzt nochmal ein extra Profil haben, wo es halt wirklich nur KI-generierte Bilder machen und auf den ersten Blick siehst du halt da teilweise keinen Unterschied, ne, ich habe aber für mich irgendwie so das Credo, ich will halt weiterhin bei dieser bei der klassischen Kunst und dem Handwerk des Fotografierens bleiben und halt die KI einfach nur als Hilfsmittel benutzen, wie halt zum Beispiel, dass ich mir einfach Hintergründe generiere oder so. Tatsächlich auch in der Bildbearbeitung, wenn es halt so Sachen gibt, also jetzt bei der Set-Fotografie habe ich es jetzt auch gemerkt, du hast halt manchmal Situationen, gerade wenn du während dem Take mitfotografierst, um halt einfach Zeit zu sparen, dass du dann halt manchmal einfach doch noch irgendwie eine Tonangel im Bild hast oder einen Teil vom Kameramann oder so, ne? Aber das Schöne ist halt, dass ich jetzt halt einfach weiß, okay, ich kann das Bild einfach in Photoshop öffnen, kann die Bereiche auswählen und kann halt einfach über die generative Füllung sagen, hey, wirf mir das raus, ne? Und dann füllt er mir halt den Hintergrund so, dass das halt einfach raus ist und ein cleanes Standfoto ist. Und das finde ich halt schon ziemlich nice. Ja, also was das angeht, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Tools jetzt gibt und bin auch sehr gespannt, wie es halt noch weitergeht. Aber ich für meinen Teil zumindest will das aber jetzt nicht zu, also will es jetzt nicht dadurch ersetzen. Also ich will immer noch gucken, dass ich halt wirklich dabei bleibe, dass ich halt mit Menschen arbeite, dass ich halt das Bild so weit inszeniere, dass es halt wirklich out of cam schon so gut wie fertig ist und eigentlich nur ein bisschen Creating oder einen Look braucht, damit es halt fertig ist. Als letztes Thema für dieses Gespräch hätte ich gerne von dir einen Kunsttipp. Also irgendwas, ein Film, eine Serie, eine Platte, irgendwas, was du denkst, was sich hier das Neurotainment Show Publikum mal reinziehen sollte. Puh. Oh, lass mal überlegen. Ey, da gab's. Ja, genau. Die fünfte und die sechste Episode der Serie Sandman auf Netflix. Weil das waren also die fünfte ist cineastisch ultra geil umgesetzt. Und die sechste ist einfach so, also ich muss sagen, das ist so die sechste Episode von Sandman, eine der bestgeschriebensten und schönsten Episoden ist, die ich jemals in irgendeiner Serie gesehen habe.
Okay, man muss aber dann wahrscheinlich die Folgen davor dennoch auch geguckt haben. Ja, auf jeden Fall. Also allgemein kann ich die 5 und die 6 auch zu schätzen zu wissen. Ja, also allgemein kann ich die Serie Sandman absolut empfehlen, okay, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Serie ist. Ja. Auch mit einem sehr, sehr schönen Soundtrack, der bei mir auch danach sehr, sehr lange lief, hoch und runter. Ja. Ja, cool. Ja, ich habe es versucht zu gucken, tatsächlich. Und bei mir läuft diese Serie, wie so viele Netflix-Sachen, nicht richtig gut. Okay. Weil das irgendwie entsteht da ein Fehler. Ich habe es jetzt schon rausgefunden, woran es liegt, aber noch nicht die Lösung. Und Netflix tut so, als gäbe es das Problem nicht. Wenn man über Apple TV Netflix guckt und das an einen Beamer anschließt, so wie das in meinem Heimkino der Fall ist, dann kann es zu irgendwelchen Codec-Fehlern kommen. Och Gott. So dass das wirklich also schlimmer als SD-Qualität aussieht. Und das ist gerade bei den Premium-Sachen so, bei den Netflix-Eigenproduktionen oder sowas, also bei den High-End-Sachen, da tritt das relativ oft auf. Und das ist mega nervig. Aber ja, da bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie ich dieses Problem lösen kann. aber ja, vielleicht versuche ich das nochmal irgendwann. Ja, zur Not. Könnt ihr auf dem iPad gucken oder so. Genau, zur Not in sauren Apfel beißen und es auf einem Casual TV gucken oder so. Ja, genau. Habe ich tatsächlich nicht mal. Aber genau, ich könnte es auf meinem iMac gucken oder auf meinem iPad oder irgendwie sowas in der Art. Halt nicht in meinem Heimkino, was ich halt irgendwie schade finde. Ja, soll es aber tun, weil es lohnt sich absolut. Okay, gut, ich gebe der Sache nochmal eine Chance und dir vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei. 1, 2, 3. Thank you.